hör mal zu, Ann. Ich verstehe einfach nicht, warum du so ausrastest. Du hast es nicht getan, sondern ich. Wenn es mir Schnuppe ist, warum dir nicht auch? Ist das hier das Büro von Herrn Biedert? Ja, aber Herr Biedert ist in einer Besprechung im Nebenhaus. Was wollt ihr denn von ihm? Baubüro Biedert, mein Name ist Martens. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Biedert. Ja, die Unterlagen habe ich hier. Ja, gut. Ich bringe sie gleich rüber. Tut mir leid, Kinder, aber ich habe zu tun. Vielleicht könnt ihr am Montag wiederkommen. Frau Martens, wir wollen ja gar nicht zu Ihrem Chef. Wir sind hier mit seinem Sohn verabredet. Wir sind nämlich Freunde von Georg. Ach, so ist das. Echt? Na, das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir hätten uns heiraten, gell? Und dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch, Mensch. Ha ja, schon, aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau und dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja noch schon. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Who are you talking about, you two? Just a kid we met.